mach mal eine Folie weiter. Das ist ja so Usus und das muss man machen, der Risikohinweis. Und der wichtigste Satz hier ist auch fett gedruckt. 74% der Kleinanleger konnten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter, also Active Trades, und mit anderen Anbietern genauso. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Aber diese 74%, die sagen eigentlich schon eine ganze Menge. Die meisten Leute haben einfach kein System und handeln aus dem Bauch und sind deswegen, behaupte ich mal, nicht erfolgreich auf Dauer. Und scheinbar gibt es 26%, und zu denen wollen wir gehören, und die also erfolgreich sind. Und zumindest im letzten Vierteljahr, denn das hier ist immer nur die Zahl des letzten Vierteljahres, soweit ich weiß. Und da wollen wir zugehören und deswegen bilden wir uns weiter. Und dieses Webinar ist ein Puzzlebausteinchen dazu. Mein Name ist Joachim Struck, habt ihr schon gesehen. Und ich will mich jetzt nicht noch einmal ganz groß vorstellen. Ihr seht aber hier System. Check me. Hier steht es immer auf jeder Folie. Da auf meiner Webseite, da könnt ihr raufgehen. Da könnt ihr viele andere Systeme nachlesen. Ihr könnt auch über mich was erfahren. Und deswegen schenke ich mir die große Vorstellung jetzt an dieser Stelle. Und wie wir eben in der Anmoderation gehört haben, ich lebe also in Kiel und in Oroklini, das ist auf Zypern in der Nähe von Larnaca. Und nächsten Monat, wenn wir ein weiteres System, das wird UPS heißen, sehr spannendes System, das wir nächsten Monat da besprechen, das wird dann von der Mittelmeerküste kommen. Die Systemarten, das blende ich ja immer gerne ein. Ich unterscheide grundsätzlich in Trendsysteme, Mean Reversion Systeme und Saisonalitäten. Und diese verschiedenen Systemarten sind sehr unterschiedlich in ihrem Verhalten und auch sehr unterschiedlich, wie man sie handeln muss. Und heute wollen wir uns mit dem Turtle-System in den Bereich des Ausbruchshandels oder Trendhandels begeben. Und wir werden sehen, dass die Besonderheit von Trendhandel ist, dass wir niedrige Trefferquoten, haben, aber doch sehr große Gewinne. Also die, die in Gewinn laufen, sind meistens sehr profitabel. Und wir haben dem entgegenstehend viele kleine Verluste. Anders ist es bei Mean Reversion. Da haben wir viele kleine Gewinne und ab und zu mal einen großen Verlust. Auch da werden wir noch drauf eingehen, weil ich werde noch eine Unterart vom Turtle-System vorstellen. Und Saisonalitäten, wie zum Beispiel letzte Woche der Crowd Rush, so ein typisches Saisonalitätensystem, dass man also einen Vorteil am Markt haben kann, wenn man freitags Gold long handelt. Ist so ein Beispiel dafür. Ja, das sind die verschiedenen Systemarten und heute ist das Thema Trendhandel. Und die Geschichte der Turtle Trader ist relativ bekannt. Ich werde jetzt auch nicht in allen Details darauf eingehen. Soll ja ein bisschen was mit Trading zu tun haben und keine Geschichtsstunde sein. Aber trotzdem sollte man darüber mal was gehört haben, weil das hat auch was mit unserem Trading durchaus zu tun. Und in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, da waren zwei Freunde, die heißen Richard Dennis und William Eckert, und die haben zusammengesessen und diskutiert. Und Richard Dennis hat gesagt, Trader kann, ja, ein paar Voraussetzungen muss man vielleicht haben, aber im Prinzip kann man Trading lernen. Und William Eckert, sein Kumpel, sein Freund, hat dann behauptet, das sieht er nicht so, das ist angeboren oder ererbt oder wie auch immer.
Also man muss so ein Typ dafür sein, um das machen zu können. Und das sind eben nur wenige. Und daraufhin haben die beiden dann gewettet. Und sie haben eine Zeitungsanzeige aufgegeben. Das war 1983 und 84 haben sie dann zuerst 13 Personen, das waren die ersten Turtle Trader, und später auch noch mal eine zweite Gruppe ausgebildet. Also sie haben also eine Zeitungsanzeige aufgegeben. Ich kann das mal zeigen. Das ist eine deutsche Übersetzung, fand ich ganz gut, besser als das Original zu zeigen. Das kann man auch im Internet natürlich finden, aber das ist eine deutsche Übersetzung. Und ich finde es total witzig, was die damals gemacht haben. Herr Dennis und Kollegen wollen eine kleine Gruppe von Bewerbern in ihren speziellen Trading-Methoden ausbilden und so weiter. Sie haben also wirklich per Annonce nach Tradern gesucht. Das war sozusagen die Geburtsstunde des sogenannten Prop Trading, also dort, wo man mit Fremdgeld gegen Provision handelt. Gibt es ja heute auch durchaus, also wer einigermaßen gut traden kann, der kann sich bei so einer Prop-Trading-Firma anstellen lassen und muss natürlich wirklich abliefern, also auch sehr erfolgreich traden und kriegt dann, keine Ahnung, sechs-, siebenstellige Beträge zum Trading und ja, wird dann prozentual an den Gewinnen beteiligt. So eine Zeitungsanzeige haben sie also aufgegeben. Und die Voraussetzungen, die sie haben wollten, waren Mut und die Fähigkeit, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Das ist total wichtig. Also Trading ist immer etwas mit Wahrscheinlichkeiten. Trading ist nicht, oh, mein Bauch sagt mir, ich sollte jetzt mal long gehen, all in und Stop-Loss brauche ich gar nicht. So, es ist nicht Pokern, sondern wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Trade aufgeht und ich nutze so meine statistischen Fähigkeiten. Jeder dieser Trader bekam im Schnitt eine Million zur Verfügung und sie durften 15% vom Gewinn behalten. Und es ist bekannt, dass in den ersten 4 Jahren, ich kenne nicht die Zahlen für danach, aber in den ersten 4 Jahren haben diese Turtle Trader im Schnitt 80% im Jahr ertradet. Und 80% von der Million sind 800.000 und davon durften sie dann 15% behalten, was, weiß nicht, mal kurz im Kopf gerechnet, ich glaube, es 120.000 sind, was also ein ganz netter Betrag ist, den sie da als Lohn bekommen haben. Ich glaube, wenn diese Anzeige heute irgendwo stehen würde, in der heutigen Zeit wird sich kaum jemand darauf bewerben. Die meisten würden wahrscheinlich denken, das ist mal wieder so ein Fake. Also werden sie reich, Millionär in 3 Tagen und so weiter. Aber damals war das was Besonderes und es haben sich wohl auch recht viele beworben. Und der Name Turtle kam, weil Richard Dennis in Hongkong zu Besuch war und dort eine Schildkrötenfarm besichtigt hat. Und er behauptete eben, Trader könnte man züchten wie Schildkröten. Und so ist der Name Turtle Trader, also Schildkrötentrader, entstanden. Und das Ergebnis, wie gesagt, also die haben 80% im Jahr im Durchschnitt in den ersten 4 Jahren nach ihrem Lehrgang, der übrigens nur wenige Wochen betrug, ertradet. Und das lässt auch uns natürlich hoffen, dann es bedeutet, dass Trading wirklich erlernbar ist. So, und die Handelsregeln der Turtle Trader sind total einfach. Es gibt erweiterte Regeln, es gibt ganz viel zu Stop-Loss und Money Management. Ich zeige euch auch gleich noch, wer das wissen will, wie ihr die kompletten Regeln findet. Aber die Grundregel war, long gehe ich, wenn das höchste Hoch der letzten 20 Tage überschritten wird. Also es war ein System auf Tagesbasis. Das höchste Hoch der letzten 20 Tage. Und man geht aus dem Long wieder rauf, wenn das tiefste Tief der letzten 10 Tage unterschritten wird.
Sowas nennt man heute, also wer sich mit Indikatoren auskennt, so ein Kanal mit höchsten Hoch und tiefsten Tief, das nennt man Dongtian Channel und kann man in vielen Chartsoftwaren auch finden und einstellen. Und man könnte dann auch danach heute noch traden. Ob das lukrativ ist, werden wir uns gleich nochmal angucken. Und sie sind natürlich nicht nur long, sondern auch short gegangen. Und die Regeln waren genau umgekehrt. Das tiefste Tief der letzten 20 Tage wird unterschritten. Und dann geht man short. Und man geht wieder aus dem Trade heraus, wenn das höchste Hoch der letzten 10 Tage überschritten wird. Ich zeige das gleich auch mal am Chart. Dann ist es nicht ganz so, nicht ganz so trocken und theoretisch. Auf jeden Fall könnt ihr die Handelsregeln in ein Buch nachlesen. Also ich packe es nur mal rein. Also wer wirklich sich mit den Turtle-Feldern mehr beschäftigen möchte, da ist dieses Buch sicherlich so. Es gibt mehrere Bücher, aber das ist sicherlich zu empfehlen, denn der Autor Curtis Simfase war einer der 13 ursprünglichen Turtle-Trader. Und wer keine Lust hat, 30 Euro oder wie viel auch immer das kostet, für ein Buch auszugeben, Moment, ich packe mal einen Browser hier hin. Da gibt es eine Internetseite tradingblocks mit x.com. Und wenn man da sucht, findet man das Turtle-System. Und hier gibt es so einen kleinen Turtle Rules. Wenn man darauf klickt, sollte sich hoffentlich was öffnen. Jetzt arbeitet er gerade. Aber da wird, ich habe es vorhin probiert, jetzt will er gerade nicht. Egal. Da öffnet sich ein 27-seitiges Dokument, das man auch runterladen kann als PDF. Und da sind alle Regeln der Turtles komplett drin enthalten und zwar völlig umsonst, braucht man sich kein Buch kaufen. Ja, scheint sehr beschäftigt zu sein, die Seite ist jetzt egal, aber wenn ihr das wollt, tradingblocks.com. Okay, soweit zu den Regeln. Schauen wir uns das Ganze doch mal am lebenden Beispiel an, nämlich im Chart. Moment, wo ist die nächste Folie? Hier seht ihr die Trades, die roten Trades hier, das sind Verluste und die grünen, hier die drei, das sind Gewinner. Und schaut man sich das mal an, man sieht hier an dieser Stelle ist das höchste Hoch der letzten 20 Tage und hier geht der Kurs dadurch und man geht long und das ist diese grüne Linie, die ist das höchste Hoch, zeigt immer das höchste Hoch der letzten 20 Tage an. Und diese rote Linie ist das tiefste Tief der letzten 10 Tage. Die kommt also immer näher und hier unterschreitet der Kurs diese Linie und man geht raus. Das ist also ein ganz natürlicher Trailing Stop. Übrigens, vielen Dank. Also ich habe das hier mit dem Trade Navigator, mit Norgate-Daten, sowas habe ich nicht. Aber ich habe einen Freund, Trader-Kollegen, Andreas Unger, nicht zu verwechseln mit Andrea Unger, dem vierfachen Weltmeister, sondern Andreas Unger. Und der hat mir diese Folien, also die nächsten drei Folien, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ja, also das ist das ganze Prinzip. Short dann umgekehrt, aber das zeige ich jetzt nicht. Ich denke, das reicht so zu verstehen. Höchstes Hoch wird überschritten und zwar nicht per Schlusskurs, sondern Intraday geht man dann rein. Könnte man per Limit stehen. Und das tiefste Tief der letzten 10 Tage wird unterschritten und da ist dann mein Stopp und da fliege ich dann aus dem Trade wieder raus. Also ihr seht, wir haben hier kleine Verluste und große Gewinne. Und das ist genau das Prinzip von Ausbruchssystem oder Trendsystem.
Und leider, also das ist natürlich eine sehr schöne Phase hier, weil das ist eine Trendphase. Hier geht es aufwärts und da macht man seine Gewinne. Aber leider ist es ja nun so, dass es auch Seitwärtsphasen gibt. Und das ist genau das Problem bei diesen System. Also die sehen jetzt sehr groß aus, aber das ist nur, weil es so ein Seitwärtstrend ist. Das sind alles kleine Verluste, die hier in so einer Seitwärtsphase entstehen können. Und ja, das muss man aushalten. Wer gerne recht hat, ist mit diesem System vielleicht nicht immer glücklich. So, und wie haben die Turtle Trader das geregelt? Ja, die haben einfach gesagt, ich weiß ja nicht, wo wird jetzt ein Trend entstehen. Und deswegen haben sie in unglaublich vielen Underlyings, also Indizes, Rohstoffen, Treasuries, also Bonds, haben sie dann ihr System angewandt, haben in einigen ständig auf die Mütze bekommen, also kleine Verluste, aber in einigen dann richtig satte Gewinne gemacht. Und so kann das aussehen. Also ich versuche das mal ein bisschen zu erklären, was wir hier auf dieser Folie sehen. Wir haben hier also einen Backtest. Wie gesagt, vielen Dank an Andreas Unger dafür. Der hat nämlich die Daten von, wie man hier sieht, Ende 1949 bis heute durchgejagt für 40 verschiedene Underlyings und dann mal geguckt, was wäre mit diesen Regeln dabei rausgekommen. Wir sehen hier unten, also hier sehen wir ja die Gewinne und hier das Profit-Faktor entsprechend. Das heißt, von diesen 40 sind 2, 4, 6 Stück im Verlust gewesen über diese ganze Zeit hin. Diese hier, sage ich mal, das sind kaum Gewinne, aber auch keine Verluste. Soweit ich weiß, sind die Gebühren hier schon drin, sind ja auch nicht so hoch bei einem End-of-Day-System. Zumindest, wenn man keine Swaps hat, also im Futurehandel. Aber dieses hier alles, das ist eher etwas, was den Broker freut. Der möchte ja auch leben. Also da verdienen wir nicht viel. Aber hier, diese ganze, da haben wir richtig Geld verdient über diese vielen Jahre. Und die sind sehr unterschiedlich. Da sind ganz viele verschiedene Sachen drin. Was weiß ich, hier oben, das ist der Euro-Dollar, Zucker, Silber, Öl und so weiter. Und sind auch, was weiß ich, hier ZN, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, die 10-jährigen US-Anleihen oder ich weiß nicht genau, welche Laufzeit ZN ist und so weiter. Das sind Abkürzungen der Futures. Aber was ich noch interessant finde, und das ist das, was ich ja gesagt habe, obwohl wir hier zum Beispiel beim Besten, der am besten den höchsten Profitfaktor hat, oder auch hier, die wirklich Geld gebracht haben, hier im Silber, hat auch sehr viel Geld verdient. Wenn wir uns die Gewinn Trades angucken, die Trefferquote 38%, 42%, 37%. Also, und wenn ich alles mal hier so durchgucke, da ist nichts bei, was auch nur annähernd 50% wäre. Das meiste ist so zwischen 35 und im Höchstfalle vielleicht mal so 43, 44%. Oder hier sogar einmal 45% oder fast 46. Also die Trefferquote ist klein, aber wenn wir gewinnen, dann richtig. Also das mal so als Überblick, wie die das gehandelt haben. Also einfach ganz viele verschiedene Underlyings handeln und einige davon werden dann schon im Trend sein. Und ja. Dann möchte ich das Ganze jetzt mal aus der trockenen Theorie ein wenig mehr in die Praxis bringen. Und dazu gehen wir mal hier in den MetaTrader 5. Ich habe hier wie man aus der Ansicht den Strategietester ausgewählt.
Ich habe Daten im Moment vom FDAX geladen, vom 01.01.2008 bis gestern eigentlich. Steht jetzt heute zwar drin, aber ich habe Daten bis gestern Abend tatsächlich drin. Ist also ganz aktuell und dann über 14 Jahre, über mehr als 14 Jahre. Das ist hat schon eine Aussagekraft. Ich gehe mal von 100.000 Euro Kapital aus und habe also das Turtle-System ohne Money Management. Also das, also einfach, ich handle immer einen Kontrakt und das zu den Konditionen von Active Trades. Und das Schöne, warum nehme ich FDAX? Weil wir gucken uns gleich auch noch mal den Nasdaq an und den Bund Future. Aber bei Bund Future bin ich nicht sicher, aber FDAX und der Nasdaq, den kann man bei Active Trades als CFD auf Future handeln und dann hat man keine Swaps, also keine Übernachtgebühren. Und das ist wichtig natürlich bei einem System, wo man eventuell doch eine ganze Weile, vielleicht sogar mal 2 Wochen oder so in einem Trade ist. Sonst würden die Übernachtgebühren vielleicht doch einiges von unserem Gewinn wieder auffressen, beziehungsweise wenn wir Verluste haben, die größer machen. Deswegen habe ich mich entschlossen, das Prinzip einfach mal an diesen drei Underlyings zu zeigen. Und zwar in diesem Fall auch nur Long. Also die Short-Seite habe ich hier rausgelassen. Ich müsste andere Underlyings nehmen, um Short zu zeigen, weil DAX, Nasdaq und Bund Future schlicht und ergreifend sehr longlastig sind. Da ist einfach ein Long Edge drin. Das hat was mit Dividenden zu tun und so weiter. Und auch mit dem Verhalten von großen Marktteilnehmern und Investoren wäre hier dann wohl das richtige Wort. Okay, dann drücke ich doch einfach mal auf Test starten. Ah, vielleicht noch ganz kurz. Das habe ich herausgefunden, also Long Only. Ich habe einen Stop-Loss von 7,5% drin. Das ist nicht ganz wenig, aber da kommen wir nachher noch zu. Dann Take Profit, 15% habe ich mal reingenommen. Den kann man auch rausnehmen, den muss man nicht nehmen. Und ich habe einen Trendfilter drin, einen 20er Moving Average, der das ein bisschen fluffiger macht. Oder ja, also ich arbeite gerne mit dem Trendfilter, denn warum soll ich long handeln in so Zeiten wie gerade im Moment, wo es doch sehr stark nach unten geht? Gut, das noch zur Ergänzung, ich starte mal den Test. Und wir gucken uns mal die Kurve an. Ja, gut. Ist profitabel. Ja. Aber wir haben schon bessere Kurven sicherlich gesehen. Gucken wir uns das Backtest-Ergebnis an. Gut, wir haben aus 100.000 Euro mit einem Kontrakt nochmal 55.000 Euro dazu verdient. Profitfaktor ist relativ klein. Wir hatten 88 Trades in der Zeit und wir hatten eine Trefferquote von 45%, also genauso, wie wir das erwarten. So, der Drawdown ist extrem hoch, aber da, wie gesagt, da gibt es daher noch einen Trick. Nur um es einmal zu zeigen, ja, es funktioniert noch, zum Beispiel im DAX, wenn ich Long handle, aber es ist nicht so berühmt. Schauen wir uns das Ganze mal im Nasdaq an. Das sieht schon etwas besser aus. Also das hier ist durchaus eine schöne Steigung gewesen. Und dann hat er sich in den letzten Jahren, also seit 2018, Mitte 2018 nach oben überschlagen. Und jetzt in der jetzigen Phase, ja, hat er doch wieder ein bisschen abgegeben, aber auch schon wieder einen guten Trade gemacht. Also der Nasdaq sieht etwas besser aus. Also das sieht schon deutlich handelbarer aus als der FDAX. Und wir sehen Profitfaktor von über 2. Das wird interessant. Wir haben auch unsere 100% verdient, haben über 100 Trades gemacht.
und fast 50% Trefferquote. Das ist natürlich toll. Drawdown ist immer noch ziemlich hoch, aber damit könnte man, glaube ich, ganz gut leben. Und als letztes Beispiel nehme ich noch mal den Unfuture. Der wieder ähnlich aussieht wie der DAX. Profitabel, ja, aber und wenig verdient. Gut, müsste man höhere Kontraktzahl handeln. Der Bundfuture ist eben etwas kleiner als der FDAX. FDAX hat zum Beispiel 25 Euro pro Punkt, der hier nur 10 Euro pro Punkt. Trefferquote 42% und hier natürlich, da wir auch wenig verdient haben, auch weniger Drawdown. Gut, das sollen mal Beispiele sein, wenn ich diese Regeln ohne Money Management, ohne weiteres heutzutage auf die Märkte anwende. Das ist profitabel, aber es ist im Nasdaq ist es gut, aber in den anderen beiden zum Beispiel gibt es sicherlich bessere Systeme zu handeln. So, wenn man über Turtle Trader irgendwie googelt und bei Wikipedia guckt, steht da drin, es ist bekannt, dass dieses System in den heutigen Märkten nicht mehr funktioniert. Okay, also ich denke, das ist falsch. Also es wird auch heute noch funktionieren, es wird nur wahrscheinlich volatiler sein und 80% im Jahr werden wir damit sicherlich nicht mehr verdienen. Aber es funktioniert trotzdem noch. Und es gab eine sehr, oder es gibt sie immer noch, eine sehr bekannte Traderin, auch so eine Legende. Und die heißt Linda Bradford Raschke. Hier der Name. Und sie hat auch behauptet, dass die Turtles nicht mehr funktioniert. Sie hat die Handelsregeln einfach mal umgedreht. Also zum Beispiel Long ist sie dann gegangen beim 20-Tage-Tief, wo die Turtles Short gegangen sind. An der Stelle ist sie Long gegangen und am 10-Tage-Hoch, da wo die Turtles einen Short-Trade beendet hätten, da hat sie den. Moment. Ja, da hat sie dann ihren Long Trade beendet. Und dadurch entsteht dann ein Mean Reversion System. Und sie hat es in Anspielung auf die Turtle Trader Turtle Soup genannt, also Schildkrötensuppe. Sie sagt also, das funktioniert nicht mehr und hat sich einen Scherz gemacht. Und dieses sehr berühmte, also dieser Scherz ist sehr bekannt geworden, hat es Turtle Soup genannt. Schildkrötensuppe. Und das will ich auch nochmal zeigen, wie das denn funktioniert hätte. Wenn ihr das nachlesen wollt, ja, leider ist das Buch, wo sie das veröffentlicht hat, da sind auch viele andere Systeme drin, die ganz interessant sind. Das hieß im Original Street Smarts oder die deutsche Übersetzung Top Trading Gewinne. Und das ist ein Buch, das hat sie mit Larry Connors, also auch einem sehr berühmten Trader, von dem wir vielleicht auch noch mal ein System uns angucken, zusammengeschrieben. Und da ist auch das Turtle Soup System drin. Und ich würde sagen, gucken wir uns das doch einfach auch noch mal an. Wie sieht das denn aus, wenn man, ich kann ja hier mit dem Bund Future wieder anfangen, aber jetzt nehme ich die Turtle Soup als System. Also genau da, wo man sonst Short gegangen wäre, bei den Turtle Traders geht sie Long. Und da, wo man den Short beendet hätte, da geht sie raus aus dem Long. Und schauen wir uns das Ganze an. Okay, die Turtle Soup hatten hier eine schöne Phase, also bis 2016. Dann lief es viel sehr seitwärts, viel seitwärts. Range gezappelt und jetzt mit den fallenden Märkten ist dieses System im Bund Future eben auch gefallen. Ja,
auch hier wenig verdient. Das liegt aber auch am Bund Future, weil ich immer nur einen Kontrakt handle, Drawdown ähnlich. Aber, und das ist das, was ich so interessant finde, und da zeigt sich das, ich habe eine Trefferquote hier von 72%. Während ich beim Trendsystem also viele kleine Verluste und ab und zu sehr große Gewinne habe, habe ich hier viele kleine Gewinne und leider ab und zu auch mal einen großen Verlust. Ja, und das ist wirklich die Charakteristik von diesen verschiedenen Systemarten. Das Ganze vielleicht auch noch mal im FDAX. Schauen wir uns die gleichen Underlyings einmal an. Im FDAX sieht das schon deutlich besser aus. Da würde ich sagen, Mensch, wow, da sollte man näher gucken. Da sollte man näher sich das System vielleicht angucken. Klasse. Faktor okay. Man hat gut verdient. 67% Trefferquote. Und okay, der Drawdown ist natürlich zu groß, aber das würde man dann mit der Handelsmenge, mit dem Money Management sicherlich timen können. Aber was man eben sieht, ist einfach, dass die Trefferquote bei diesem System so deutlich höher ist, während das andere so bei 40, 45% lag, sind wir hier also um die 70%. Und das Ganze auch nochmal im Nasdaq. Ja, auch der Nasdaq sieht gut aus mit diesem Turtle-Soup-System. Da hat man auch hier gar keinen Drawdown in der letzten Zeit gehabt. Guter Profitfaktor, gut verdient. Okay, hier haben wir leider nicht ganz so eine hohe Trefferquote, aber 61% Trefferquote sind sicherlich deutlich besser auszuhalten als 40% zum Beispiel. Ja, das ist also die Turtle Soup. Ich zeige euch auch gerne die Einstellung. Ich habe hier ein bisschen das verändert. Ist auch nur Long Only. Ich habe nur 4% Stop Loss statt 7,5 bei dem anderen System und 8% statt 15% für einen Take Profit. Und wie gesagt, den kann man rauslassen. Der verbessert das nicht so sehr, aber und der Trendfilter hat eine deutlich höhere Periodenlänge statt also 20 Tage habe ich hier ein 175 Tage drin. Könnte man auch den sehr bekannten 200 Tage Moving Average gleitenden Durchschnitt nehmen. Ändert auch nicht so viel. Gut. Das sind so dann die Live-Tests. Hier nochmal direkt im Vergleich, also im FDAX, Turtle und Turtle Soup. Also das Turtle-System 41% Trefferquote und das Turtle Soup-System 67%. Also ganz klar und deutlicher Unterschied und das werdet ihr in allen Breakout-System, also Trendsystem so sehen und in einem Mean-Reversion-System. Das ist wirklich Charakteristik des Ganzen. Und was ich dann gemacht habe, um das ganze Prinzip der Turtles Trader auch wirklich zu zeigen, ist, ich habe jetzt diese sechs Backtests mal zu einem zusammengefügt. Also, wie gesagt, unser DAX, unser Nasdaq und unser Bund Future sowohl im Turtle als auch im Turtle Subsystem gehandelt und dann zusammengefasst. Hier seht ihr die einzelnen Equity Curves. Das ist mein Ergebnis. Also ja, wir haben sie einzeln gesehen. Wir wissen, einige waren ganz gut, andere waren nicht so gut. Aber wenn ich mir jetzt das Gesamtergebnis angucke, sieht es doch total besser aus. Und das ist eben das Besondere und das ist das, was die Turtle auch gemacht haben. Sie haben eben ganz viele Underlyings gehandelt und dadurch haben sie ihre Equity schön glatt bekommen
Ja gut, jetzt in der gerade sehr, sehr schwierigen Zeit funktioniert das mit diesen wenigen Sachen gerade nicht so gut. Also hier gerade im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ja, in diesem Jahr, hier ist Januar, also seit Anfang des Jahres befinden wir uns natürlich in keiner guten Phase. Aber ich glaube, das Problem haben alle, die long investiert sind im Moment. Also hier sieht man sehr schön, wie die Kurve geglättet wird und aus sechs Systemen, die teilweise ganz gut sind, ansonsten so lala waren, plötzlich irgendwas sehr Interessantes geworden ist. Hier sieht man das Ganze mal noch in Kennzahlen, also der Gesamtprofitfaktor ist 1,5 und wir haben jetzt eine Gesamttrefferquote von 52%. Also eben die niedrigen Trefferquoten des Trendsystems und die hohen Trefferquoten des Mean-Reversion-Systems zusammen ergeben natürlich so einen mittleren Wert. Und hier diese System- oder Strategie-Quality-Number, wie es hier heißt, von 2,9, also das ist so eine Kennzahl von Van Taap, einem sehr bekannten Psychologen und ja, sehr bekannten Trader aus Amerika, ist letztes Jahr gestorben. Oder war das sogar dieses Jahr noch? Weiß ich nicht mehr genau. Und der hat so eine Kennzahl generiert, wo man Systeme vergleichen kann. Und 2,9 bedeutet gut. Das ist also ein gutes System, eher schon in den Bereich Richtung sehr gut. Also seine Kennzahl findet das also ziemlich gut. Wenn wir die verschiedenen Backtests zusammenfügen, dann wird ein paar Schuh daraus. Und so sieht das über die einzelnen Jahre aus von 2008. Hier 2008 hätten wir ein bisschen verloren. 2009, ja, das ist außer Spesen nichts gewesen. Ganz, ganz kleiner Verlust. 2000, nee, nicht 2009, 2010. 2009 war ja ein ganz guter Gewinn. Und das ist 2010 und 2011 auch nochmal ein kleiner Verlust. Und wir sehen, hier hätten wir ganz gut verdient, hier ein bisschen, aber auch noch im Verdienst. Dann hatten wir drei richtig fette Jahre, also 2021 hier der Hammer. Und dieses Jahr dann sticht deutlich nach unten heraus. Aber ja. Das ist einfach so und das ist auch sicherlich nicht verwunderlich. Ich habe die ganzen Systeme nochmal in so eine Korrelationsmatrix gepackt. Also wer nicht weiß, was das ist, hier guckt man also, wie überschneiden sich oder verstärken sich die einzelnen Systeme. Und alles, was grün ist, ist gut. Und hier, das wäre also nicht so gut, wenn die also sozusagen in der gleichen Marktphase oder zum gleichen Moment immer long und short sind, weil dann würden zwar die Gewinne auch potenziert werden, aber wir würden unsere Drawdowns auch richtig groß machen. Und grün bedeutet eigentlich letztendlich, um es ganz einfach auszudrücken, unsere Kurve, unsere Gewinnkurve, die wird geglättet und wird richtig gut. Und wir sehen alles im grünen Bereich. Und ja, so gesehen könnte man das Ganze auch so handeln, wenn man das möchte. Also wenn man psychologisch für Trendsysteme auch überhaupt aufgestellt ist. Aber hier haben wir ja auch eine Mischung aus Trend und Mean Reversion, was ich persönlich von meiner psychologischen Ausrichtung her sehr angenehm finden würde, denn das Turtle-System alleine, das könnte ich nicht handeln. Also ich mag Trefferquoten, die über 50% sind. Und ja, auch wenn ich ab und zu große Gewinne mache mit dem anderen System, ich möchte einfach nicht 5, 6, 7, 8 Mal oder 10 Mal hintereinander auf die Nase kriegen, nur um dann einmal so einen Rutsch nach oben zu kriegen. Ja, das soll's mit dem System als Überblick. Da könnte man viel, viel mehr.
Auswahl, die ich so getroffen habe an Sachen, verdeutlicht das Ganze ein bisschen. Und ihr bekommt so einen Eindruck, was die Turtle gemacht haben. Und ja, letztes Mal hat die Technik ja leider nicht so richtig funktioniert und wir sind nicht zu den Fragen gekommen. Jetzt haben wir aber noch ein wenig Zeit, wenn Fragen da sind. Hallo, da Und bin ich von wieder. Ja, hallo, Joachim. Also Fragen sind Alma. nicht da. Gab mal zwischendurch eine Frage, aber da bist du auch schon drauf eingegangen. Es sei denn, der Gerd fühlt, dass die Frage nicht hinreichend beantwortet wurde. Dann Gerd, schreib das bitte gerade nochmal in den Chat rein. Aber du, bis auf die eine Frage gab es keine bis jetzt. Hat sich erledigt, ja genau. Haben Sie noch Fragen? Also bis jetzt gibt es keine weiteren. Also entweder super gut erklärt, Ja, also alles verstanden. also meinetwegen auch, also für diejenigen, die letztes Mal dabei waren und um die Fragen Genau. betrogen wurden, wenn da noch Fragen offen sind. Also ich hab hinterher ein paar Mails gekriegt, bin da auch drauf eingegangen natürlich. Aber wenn da irgendwas ist, dann gerne jetzt. Genau, Sie können uns gerne noch Fragen stellen. So, hier kommt, was kommt denn hier? Hier schreibt jemand, die Turtlesoup-Idee kommt eigentlich von Larry Connors, nicht von Linda Bradford Raschke. Das wird aber fast überall im Netz falsch geschrieben. Wer das Buch Smart Keys erkennt, Okay. wer das Buch Smart, erkennt, dass es von Larry stammt. Keine Ahnung, da kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Also gut, vielen Dank für den Hinweis. Also überall wird es, ich weiß, dass das Buch zusammengeschrieben wurde. Ich weiß, dass es überall so kommuniziert wird, also wenn man mit Tradern spricht, im Internet und so, dass Linda Bradford Raschke dieses Turtle Soup gemacht hat. Aber ich will nicht ausschließen, weil ich weiß, ich kann es ja auch nur vom Hören sagen, dass es vielleicht dann von ihrem ja, Buchpartner Larry Connors stammt. Ja, guter Hinweis, danke. Kann ich leider nicht bestätigen, aber auch nicht falsifizieren. Also ich kann es auch jetzt von meiner Warte aus nicht sagen. Es kann gut sein, dass die Linda Bradford das nochmal aufgegriffen hat. Und in der überarbeiteten Version. Natürlich kann natürlich sein, dass es ursprünglich von Larry Connors stammt. Aber von Larry Connors gibt es da einige Systeme, ne? Das weiß ich. Aber da bin ich mir auch nicht, da mich jetzt da weit aus dem Fenster zu legen, kann ich auch nicht. Ja, Ich ich meine, glaube, es würde zu Larry Connors insofern passen, weil Larry Connors eigentlich dafür bekannt ist, dass er fast ausschließlich, also ich kenne von ihm zumindest nichts anderes, Mean-Reversion-Systeme veröffentlicht hat und auch handelt. Und das bekannteste davon, das Double Seven, das findet ihr auch zum Beispiel auf meiner Webseite oder vielleicht besprechen wir es hier auch mal. Und ist ein super bekanntes System. Und Larry Connors ist also sozusagen der Mean Reversion Trader. Und insofern würde es von dem Aspekt auch tatsächlich passen, dass es von ihm ist. Aber wie gesagt, kommuniziert wird immer Linda Bradford Raschke dabei. okay, nächste Frage, ob die Kurve besser wird, wenn man nur Turtle Soup mit mehreren, wird die Kurve noch besser, wenn man nur Turtle Soup mit mehreren Werten handelt? Gute Frage, muss man testen, habe ich jetzt nicht gemacht, Ja, müsste man testen. Kann man weil ja testen. ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe jetzt extra Indizes genommen, also CFDs auf Future Indizes, weil die bei Active Trades nicht mit Swaps behaftet sind. Ich habe also keine Übernachtgebühren und ich denke einfach, dass so ein System im Tageschart, was früher sicherlich ja so gemacht wurde, da hatten die ja gar keine Kurse und so weiter, dass das heute nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Und ich würde das deswegen, ich habe da nicht so sehr viel Energie reingesteckt, weil ich würde es tatsächlich nicht handeln. Ich bin da eher Daytrader. Und wegen der Swaps würde ich viele verschiedene Underlyings, die Kurve wird sich sicherlich bessern, das denke ich auch. Aber wegen der Swaps würde ich es gar nicht erst handeln wollen.
Ja, ich meine, du hast ja auch heute die Strategie vorgestellt. Und wenn jemand so mit anderen Werten, Basiswerten testen möchte, vielleicht verschiedene Aktien, was auch immer, oder verschiedene Devisen, keine Ahnung, das kann er gerne selber tun, steht dem MetaTrader ja zur Verfügung, ob es jetzt im Natürlich. Live-Konto, er kann das bei uns im Demokonto anlegen und das natürlich auf Herz und Nieren prüfen, dieses System. Also herzlich zu eingeladen. Machen Sie das, nutzen Sie diese Gelegenheit. Frage, wieder Vielleicht kurz, dazu. ja. Kleinen Moment, eine Anmerkung dazu noch. Das war ein wichtiger Hinweis gerade, finde ich. Also gerade so ein End-of-Day-System bietet sich natürlich an. Da muss man von dem Aspekt her, da muss man natürlich nicht programmieren können, was ihr übrigens bei mir lernen könnt. Aber das kann man natürlich einmal am Tag reingucken, wo ist gerade das Hoch oder das Tief. Und das sind 5 Minuten am Tag und man kann es handeln, auch mit mehreren Underlyings. Und ich mache es auch so, dass ich zum Beispiel neue Systeme, die ich entwickelt habe, erstmal ein halbes Jahr manchmal auch ein paar, aber zumindest ein paar Monate im Demokonto handle, bevor ich es echt in den Echtbetrieb nehme. Und das kann ich jedem auch empfehlen, weil manchmal ergeben sich da dann Erkenntnisse, dass man es vielleicht nicht in den Echtbetrieb nehmen will. Oder es ergeben sich eben die Erkenntnisse, dass man es gerade und mit viel Vertrauen in den Echtbetrieb gibt. Okay. Frage, machst du noch Systeme zu Mean Reversion System, Webinare zum anderen Mean Reversion System? Ich denke, ja, kann man schnell beantworten. Es kommen ja noch eine ganze Menge Systeme. Geduld, Geduld, gemacht, gemacht, sagen wir mal. Ne? Und Joachim, du hast natürlich noch Nächstes, ganz viele Systeme hier auf nächstes, Lager. nächstes, ja, nächsten Monat machen wir das UPS und das ist im Prinzip ein Mean-Reversion-System. Ja, Ist und ich auch denke. von Larry, aber nicht Connors, sondern von Larry Williams. Okay. Der mit dem Proxy. Bitte? Der mit dem Proxy. Der auch Ich die weiß. einige Indi der hat doch Proxy in die Indika der hat doch Indikatoren auch gemacht, ne? Larry Williams. Du heißt doch Larry Williams Proxy Index Indikator, irgendwie sowas. Kann sein. Indikator. Ja, es gibt Indikatoren von ihm, Systeme, Ja. es gibt ein Money Management, ein sehr interessantes von ihm. Und er ist sicherlich der bekannteste, vielleicht sogar der beste Trader überhaupt der Geschichte. Definitiv. Und der Williams Percentage Error ist auch seiner, ne? Sein Ja, Indikator, glaube ich. genau. Ja. Ja, genau. So, ja, genau, der hat auch einige Indikatoren, die ich so alle kenne. So, erfolgen die Einstiege auf Tagesschlussbasis oder bei Erstkontakt? Also gut, wir haben das da eingetragen. Erstkontakt, also das ist Intraday, das ist nicht, also die haben wirklich getradet und auch am Schirm gesessen und haben tatsächlich dann, wenn ein Höchstkurs in einem ihrer Underlyings überschritten oder ein Tiefskurs unterschritten wurde, dann auf den Knopf gedrückt. Das heißt, das Originalsystem arbeitet nicht mit Tagesschlusskursen. Aber wie gesagt, das kann man natürlich ganz einfach machen. Am Vorabend reingucken, wo ist gerade mein Höchstkurs oder mein Tiefskurs und dann eine Limit Order reinstellen und schon funktioniert es. Ja, oder nee. Ja, doch. Und schon funktioniert es. Okay. Wird es eine Aufzeichnung geben? Ja, in den nächsten Tagen auf unserem YouTube-Kanal und im Webinar-Archiv finden Sie die. Ich denke mal so 2 bis 3 Werktage müssen Sie da Geduld haben. Welche Strategie handelst du persönlich? Fragt der Markus. Also du, Joachim. Okay, also kurz noch eben zu der Limit Order. Das ist natürlich Blödsinn. Also beim Ausbruchssystem muss man natürlich mit der Stop Order arbeiten. Also Entschuldigung, wenn ich hier nicht mal mehr die Orderarten kenne. Aber ich glaube, das würde man schon rausfinden, wenn man. Egal. So, welche Systeme handle ich persönlich? Ich habe also im Moment also im Algo-Trading, ich mache ja viele Sachen. Ich handle ja auch sogar diskretionär als Daytrader. Aber im Algo-Trading habe ich im Moment 23 verschiedene Systeme im Betrieb und die handeln mit verschiedenen Money-Managements und das ist sehr aufeinander abgestimmt. Ja, und
Ich kann sagen, zum Beispiel handle ich solche bekannten Sachen. Also vieles ist auf meiner Seite zu finden. Also ich habe viele der Systeme dort auch schon untersucht und vielleicht nicht in der letztendlichen Einstellung, aber doch ziemlich klar alles veröffentlicht. Also da sind zum Beispiel so Sachen drin, wie zum Beispiel von André Stacke so einige Sachen, so ein Friday Gold Rush oder ein Turnaround Tuesday, um so einen Namen zu nennen. Oder das UPS, das wir nächstes Mal besprechen werden. Das ist ein sehr, sehr, sehr tolles System. Und das handle ich also auch gerne, auch wenn es nicht so viele Trades macht. Und ja, vieles mehr. Ich kann die gar nicht alle jetzt aufzählen. Und es nützt ja auch nichts, einfach nur die Namen zu hören. Besser, wir besprechen die irgendwie mal. Genau. Wie heißt nochmal deine Homepage kommt hier? System-check oder .me, System ne? ME, wieso? System-Check-Me. Also hier seht ihr das. Moment, ich muss den Laserpointer Ja, anmachen. genau. Auf jeder meiner Folien Ja, da steht seht noch ihr. System-check.me, ja. Ja. Genau. System-Check-Me und da findet ihr das alles. Okay, so, was kommen hier noch für Fragen? Ja, Homepage, okay, funktioniert die Turtle Soup auch im 5-Minuten-Chart? Testen würde ich sagen. Backtesten. Müsste man testen, natürlich. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich handle es nicht. Ich habe es getestet im End-of-Day-Chart. Ich handle tatsächlich natürlich einige Mean-Reversion-Systeme auch in niedrigen Timeframes, durchaus auch in ganz niedrigen Timeframes. Aber da hat man natürlich immer das Problem, dass der Spread im Vergleich zum Gewinn an Bedeutung gewinnt. Also man muss erstmal ordentlich gewinnen, um überhaupt den Spread und ein Vielfaches davon zu gewinnen. Man braucht also spezielle Systeme, also so Systeme, die nur kleine Gewinne machen, sind in diesen kleinen Timeframes nicht sonderlich zu empfehlen. Und zu den Mean-Reversion-Systemen überhaupt, sage ich mal, gerade in der letzten Zeit, also in diesem Jahr, habe ich die Mean-Reversion-Systeme vom Money Management alle total runtergedreht, weil ja, sie gehen eben rein, wenn der Markt fällt und gehen davon aus, dass er wieder steigen wird. Und wir haben gesehen, was in diesem Jahr meistens passiert. Genau. Die wetten auf den Rebound, ne? Und das ist Die natürlich im Wetten auf Moment den Rebound, die funktionieren eitel. dieses Jahr nicht so gut. Ja. Ja, genau. Geht da auch schon jetzt zügig lange runter. Thomas will wissen, wie er als ja, kleiner Trader, sagen wir mal, und als Unerfahrener an solche Systeme kommt, wie du da handelst, ne? Also wie kommt er an diese Systeme dazu? Muss er das? Bücher gibt es dazu natürlich, klar. Kannst du das auch persönlich beibringen? Du machst ja auch ne, so Kurse. Also, es gibt natürlich Bücher, es gibt im Internet sehr viel, allerdings auch sehr viel Schrott. Man muss es überprüfen. Deswegen meine Seite System Check Me. Also es ist ein Systemcheck. Ich veröffentliche da zwar nur die auch wirklich einigermaßen funktionieren, aber ich habe auch schon tonnenweise im Internet Systeme gefunden, die ich überhaupt nicht bestätigen kann und die also einfach nicht funktionieren. Deswegen immer Vorsicht, man muss es selber checken. Meine Seite kann ich natürlich empfehlen. Da sind sehr viele Systeme mittlerweile untersucht, die man sich da angucken kann. Natürlich kann ich diese Webinarreihe auch nur empfehlen. Also schaut die nächsten Monat wieder rein und dann kommen verschiedene Systeme zusammen. Aber wenn du das wirklich lernen willst, also auch wirklich möchtest, dass du von einem Systemportfolio profitierst, was ich eben ja auch gezeigt habe, dass die Kurve sich eben glättet, wenn man irgendwie 10 oder 20 Systeme handelt. Und dann sollte man anfangen, Programmieren zu lernen vielleicht. Und ich tue das mit dem MetaTrader 5. Und auf meiner Seite gibt es dazu
auch einen Kurs mit, ich weiß gar nicht, über 100 Videos und ich weiß gar nicht, wie viel zig Stunden Unterrichtsmaterial. Also vom Anfang, also für jemanden, der noch nie irgendwie programmiert hat, bis zum Ende. Und es werden dort auch 10 fertige Systeme untersucht und gemeinsam programmiert in diesem Kurs. Der kostet so um die 500 €, was eigentlich viel zu billig ist, glaube ich. Aber sagen mir zumindest die Leute, die ihn absolviert haben. Aber ich wollte hier gar nicht so viel Werbung machen. Aber wenn ich schon gefragt werde, natürlich muss ich das ja tun. Kannst ja gerne ein bisschen Also schaust dir Eigenwerbung machen, gerne an. natürlich. Genau. Schau es an. Natürlich darfst du Eigenwerbung machen. Bist ja schließlich hier der Experte, ne? Und du hast ja auch einiges zu bieten auf der Webseite. Insofern, genau, geht einfach alle mal auf die System-check.me Webseite von Joachim und schau dir einfach mal an, was da noch zu bieten hat. So, gibt es noch Fragen? Gucke ich gerade mal durch. Stefan fragt, ob Verbesserungen es durch Pyramidisierung der Gewinne geben kann oder müsste und durch Diversifikation der Assets, was du dazu meinst, Joachim. Klar, Diversifikation habe ich eben schon angesprochen, muss man alles durchtesten. Pyramidisierung der Gewinne ist ja nicht das System Also, von Turtle Soup, ne? ja, ich meine, es ist ja so, gerade im Trendsystem ist das die Pyramidisierung sicherlich einer der Erfolgsfaktoren vieler erfolgreicher Trader. Also, was der Retail-Trader ja meistens macht, er nimmt ganz schnell Gewinne mit und hält seine Gewinne damit klein und lässt die Verluste dann laufen. Das ist ja leider etwas, was psychologisch bei den meisten von uns erstmal so drin ist. Und da muss man gegen ankämpfen, ganz sicher. Da muss man mit arbeiten und es hinkriegen, dass man seine Verluste klein hält und die Gewinne laufen lässt. Und ein Erfolgsfaktor vieler erfolgreicher Trader ist, also auch in Gewinne hinein zu pyramidisieren, um dann am Ende im Ziel mit einer riesigen Menge anzukommen und dann wird es richtig, richtig profitabel. Aber auch das muss man testen. Da muss man Erfahrung mit sammeln. Und es widerspricht erstmal unserer gesamten psychologischen Aufstellung. Und darüber muss man sich im Klaren sein, dass man mit sich da arbeiten muss. Aber eine tolle Frage. Also finde ich super, dass jemand nach so einem, ich sag mal, Erfolgsrezept überhaupt fragt. Ja, definitiv. So. Fragen haben wir eigentlich alle abgearbeitet. Es ist nichts mehr reingekommen in den letzten 5 Minuten, keine neuen Fragen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Leute gesättigt sind an Informationen und Antworten. Wenn noch Fragen kommen, einfach nochmal schreiben, ne? Sie haben ja alle die E-Mail mit der Einladung und dem Webinar-Link bekommen. Wenn Ihnen noch was einfällt und Sie wollen den Joachim noch Nachhinein ein bisschen löchern, dann her mit der Frage, ich leite es gern weiter. Oder auch direkt auf seiner Webseite. Joachim, dich darf man ja auch selber kontaktieren. Vor allem, wenn man was von dir will, freust Selbstverständlich. dich ja auch über Feedback, ne? Also insofern, schreib gern Joachim direkt an, system-check.me. Und Joachim, ich würde mal sagen, wir vertagen uns auf 4 Wochen, richtig? Und da geht es um Ups. Und ich bin ganz gespannt, was sich hinter diesen Buchstaben verbirgt. Weiß es selber nicht. Wirst du uns dann sagen, einschreiben und anmelden und registrieren darf man sich natürlich ab sofort. Für die, die Lust haben, auf unserer Webseite kann man sich da schon registrieren. Ich sag mal danke, Joachim, für heute. Sehr viel Spaß gemacht wieder. Und war ja gut besucht, das Webinar. Und mal gucken, was daraus wird in den nächsten Tagen und Wochen. Ob du noch ein bisschen Besuch auf der Webseite generieren kannst durch die Zuschauer. Danke dir für deinen Auftritt, ja, und für die Zeit heute Abend. Sag liebe Grüße nach Kiel. Und Ja, wir auch sind. von mir vielen Dank an alle Teilnehmer und natürlich an dich auch, Marc. Gerne, gerne. Dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Machen Sie es gut. Schönen Feierabend. Bis dann. Ja, Ciao. tschüss.